Am vergangenen Samstag ist ein Paraglider abgestürzt. Am Sonntag gab es dann gleich zwei Abstürze und noch viele weitere brenzlige Situationen. Die Zwischenfälle bei Gleitschirmflügen in Südtirol haben sich zuletzt stark gehäuft. Dahinter steckt laut Experten mitunter Selbstüberschätzung und ein riskanter Modetrend. Hike and fly. Raufgehen und vom Berg hinunter fliegen. Es ist der neue angesagte Trend in der Gleitschirmszene in Südtirol. Doch der Trend ist gefährlich. So gesehen am Ortler, bei dem ein bundesdeutscher Tourist zuletzt kurz nach dem Start schwer abgestürzt ist. Wir sind ein Flugparadies und haben die eine der besten Fluggebiete in ganz Europa. Das lockt natürlich auch Touristen nun von allen Ländern, da Strecken und so weiter zu fliegen. Aber das Fliegen in die Berge ist definitiv anspruchsvoller als an irgendeiner Küste mit konstanten Meeresbrisen, Wind und so weiter. So kommt es immer wieder zu brenzligen Zwischenfällen. Oft ist dabei die falsche Materialwahl im Spiel. Wenn man auf den Berg geht, hat man sehr leichtes Material mit. Das heißt, man ist bei einem eventuellen Fehler oder Startabbruch relativ ungeschützt. Man hat weniger als ein Klettergurt, also man hat ein minimales Gurtzeug und ganz einen leichten Schirm. Und das dämpft logisch nicht wie irgendein großes Gurtzeug, was Protektoren drin hat und so weiter. Man ist mit dem Minimalsten ausgestattet, um eben vom Berg auch fliegen zu können. Und das sind Ausrüstungen mit teilweise 3 Kilo und drunter. Die vielen Unfälle der vergangenen Tage sind laut Niederkofler aber zu relativieren. Denn in Südtirol sind an schönen Tagen an die 800 Personen in der Luft. Darunter auch viele Amateure und Hobbysportler. Wie in jedem Sport ist die Amateurklasse ziemlich ehrgeizig. Da wollen schon ziemlich an die Profis gern rankommen. Und logisch, so ein Gerät bietet natürlich viel mehr Leistung. Ist auch natürlich angenehm und fein zu fliegen. Also das ist ja nicht, dass das gleich deswegen ein aggressiver Schirm ist. Aber natürlich bei Turbulenzen und eventuellen Einklappern und so weiter haben die Schirme natürlich ganz ein anderes Verhalten wie ein Schulungsschirm. Wind, Höhe und Material. Vieles gilt es zu beachten bei der Trendsportart Gleitschirmfliegen. Vor Unfällen ist niemand gefeit. Aber es gibt einen Grundsatz in der Szene. Ein guter Pilot ist der, der für einen perfekten Start auch einmal warten kann.